Die heutige Lektion heißt Multiplikation. Jakob? Ja, Fräulein Beinheiß. Komm nach vorn und multipliziere 47 mit 43. Jakob? Klingt wie das Stichwort zu einem Lied. Ist es aber. Oh doch, allerdings. Haut es rein, Leute! 7 mal 3, 7 mal 20, das sind 2 mal 1. Wir ziehen die 2 mal hier unten hin und behalten die mal 1 im Sinn. Setzen Sie nun über unsere 4, das hat seinen Sinn, Leute, glaubt es mir. Und multiplizieren 4 mal 3, dann erhalten wir 9 und wird die 12 zu der 2 addiert, das ergibt dann genau 40. Seht ihr, wie einfach das ist? Wow, wow, das Multiplizieren, wir fressen und trainieren. Schon der Brain sagte, das kann jeder kapieren. Es wird euch geistern, das Rechnen zu meistern. Mit einem Buch könnt ihr multiplizieren. Oho! Und nun die nächste Stelle. 7 mal 8 ist... 6, das sind 5 mal 10 und 1 mal 6. 5, 6 kommt hier zu der 10er Stelle unter die 4. Die 5 da oben neben die 2, das klingt vielleicht wie Zauberei. Dann multipliziere 8 mal 4 sind 52. Das sag ich dir, zähl die 5 dazu, die oben steht, sind 37. Ganz konkret, das macht unterm Strich 1. Ist das nicht fein? Ja, ja, dem Multiplizieren wollen wir applaudieren. Isaac Newton hat auch gerne multipliziert. Es wird euch begeistern, das Rechnen zu meistern. Los, rechnet doch mit Buch und schmeißt das blöde Hightech weg. Mit nem Buch könnt ihr multiplizieren. 4, 3, 5. Pause. So. Damit? Jakob? Lernen ist doch sehr schwierig. Ihr Kinder macht's einem wirklich nicht einfach. Ist mir doch egal. Na, setzen.